Wir hatten ja heute einen Workshop, bei dem es um die indirekte Landnutzungsänderung ging. Und bei der indirekten Landnutzungsänderung werden Flächen, auf denen bisher Lebensmittel produziert wurden, in Flächen umgewandelt, auf denen Agrotreibstoffe produziert werden. Und dann ist das Risiko oder die Folge ist, dass dann wieder Wälder oder natürliche andere Flächen gerodet werden, um dort die Lebensmittel zu produzieren. Und wir haben heute in dem Workshop gelernt, dass es bei verschiedenen Berechnungsmodellen, die auf unterschiedlichen Annahmen immer beruhen, niemals bei keinem Berechnungsmodell rausgekommen ist, dass Agrotreibstoffe keine Emissionen verursachen. Es gibt nur Diskussionen, wie hoch die jeweiligen Treibhausgasemissionen dann sind bei verschiedenen Treibstoffen und bei einer verschiedenen Form der Landnutzungsänderung. Wir haben auch gelernt, dass Ethanol weniger Klimagasemissionen verursacht beim Anbau als Biodiesel. Was ist das Fazit, das du aus dem Workshop für deine zukünftige politische Arbeit hinausziehst? Also ich denke, dass Agrotreibstoffe nicht geeignet sind, positiven Einfluss auf den Klimawandel zu nehmen und dass einfach Lebensmittel nicht in den Tank gehören. Und ganz, ganz wichtig ist, dass auch Agrotreibstoffe nicht aus Übersee importiert werden, weil dort Konzerne große Flächen kaufen, um Agrotreibstoffe zu produzieren und dann die Bevölkerung keine vernünftigen Flächen mehr hat, um sich zu ernähren und mit Lebensmitteln zu versorgen. Und dadurch steigen die Lebensmittelpreise in Entwicklungsländern ungeheuer und die Menschen verhungern dort oder leiden unter Hunger. Sabine, vielen Dank.